Ja, die Drogerie, die macht, was sie will und bringt uns, wie immer, pünktlich neue Limited Editions, die uns zum Sommerfeeling bringen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, denn diese LE liegt bei mir schon seit April. Ihr habt das ein oder andere Video mit Sicherheit darüber schon gesehen. Allerdings kommt die LE erst jetzt raus und ihr kennt mich, ich hasse es, wenn Videos und Produkte vorab geleakt werden. Deswegen habe ich einmal kurz nachgefragt, wann die LE rauskommt. Und sie kommt jetzt raus. Sie sollte jetzt also in den nächsten Tagen in der Drogerie einziehen. Wir haben die Hit the Beach LE von Rival Loves Me. Und wir haben hier viele Produkte mit dabei, die uns so ein richtiges Sommerfeeling geben können. Ich freue mich sehr. Ich liebe Limited Editions von Rival Loves Me. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Ich habe ja auch schon meine zwei eigenen gehabt. Und ja, let's go. Ich bin gerade in so einem kleinen Drehmarathon, weil die Woche wird jetzt richtig. Nein, ihr seht das Video nicht diese Woche, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil ich mich so freue. Für mich geht's morgen nach Köln und Mittwoch nochmal nach Köln und wir drehen eine sehr, sehr spektakuläre Sache. Da freue ich mich riesig drauf. Schon das ganze Jahr, das ganze letzte Jahr vor allen Dingen auch. Aber wir starten. In der LE sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte drin. Unter anderem selbstverständlich auch wieder ein Nagellack, der passend zur Kollektion wieder angepasst ist. Eine Sache, die mir bei Rival Loves Me wirklich immer ganz besonders gut auffällt im Vergleich zu anderen LEs, ist, dass sie immer sehr perfekt zusammenpassen, ne? Wir haben diesen Türkiston mit dem Gold und auch der Nagellack an sich hat denselben Ton wie ein Lidschatten in der Palette mit drin. Ich benutze keinen Nagellack, deswegen ist dieser hier für euch. Genauso wie der Pinsel. Der hat so eine eingezwirbelte Form, ist ein Puderpinsel, kann man mit Sicherheit auch gut als Blush- oder Bronzerpinsel aufverwenden. Das soll ein Puderpinsel aus hochwertigem synthetischen Pinselhaar sein, der sich ideal zum Auftragen von pudrigen Texturen eignet. Die weichen Pinselhaare gleiten sanft über die Haut und ermöglichen ein wunderschönes Schminkergebnis. Sieht süß aus, auch hier gut angepasst. Ich mag die Pinsel sehr, sehr gerne. Die sind günstig, die sind gut und die tun natürlich auch das, was sie sollen. Aber wir sind hier für die dekorativen Produkte und ich probiere die Videos immer so früh es geht für euch zu machen, aber natürlich nicht zu früh, dass ihr einfach die Produkte kriegen könnt, falls euch davon was interessiert. Man muss ja auch nicht immer die ganze Kollektion kaufen, ne? Es reicht ja auch, wenn man mal vielleicht das ein oder andere Teil kauft. Aber wir starten erstmal hier und hier war ich ein bisschen skeptisch. Das ist der Dust Highlighter. Das sieht so ein bisschen aus wie aus den 20ern, ne? So ein Parfumflakon mit so einer, wie nennt man das? Mit so einer Pumpe? Das ist ja keine Pumpe. Ihr wisst, was ich meine. Und hier ist Bronzer drin, beziehungsweise sind hier Glitterpartikel mit drin. Und ich gucke mal, ob ich sie euch konzentriert auftragen kann. Oh ja, da seht ihr es. Das ist konzentriert. Das ist sehr, sehr glitzerig, ne? Wenn du das verteilst, beispielsweise auf den Haaren, auf der Kleidung oder so, dann hast du so einen ganz leichten, schimmerigen Glitzereffekt. Und das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Was ich ganz toll finde damit ist, das hat einen ganz, ganz leichten Duft. Der ist jetzt aber nicht so viel zu viel, sondern sehr mild, sehr reduziert. Und das sieht in den Haaren ganz besonders schön aus, wenn man vielleicht ein Foto mit einem Blitz macht oder so. Oder einfach nur auf die Beine, ne? Du kannst es ja dann auch so ein bisschen verteilen. Es hält auch sehr, sehr gut, ne? Wenn ihr euch eincremt beispielsweise, dann könnt ihr damit so ein bisschen was fixieren. Fand ich ganz süß, ne? Es ist eine kleine Schweinerei, muss man sagen, ne? Du hast Glitzer überall und du wirst wahrscheinlich die nächsten 17 Jahre auch Glitzerpartikelchen finden. Aber für so einen kleinen Glitzereffekt auf der Brust, es wird süß. Und jetzt wird es aufregend. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir haben Bronzing Pearls. Und die sind ja eigentlich ursprünglich von Guerlain entstanden. Also einer sehr, sehr teuren Marke. Und so wie es halt eigentlich immer ist, ne, irgendwann nach Jahren kommen diese Produkte dann auch zu anderen Marken. Ich glaube, Avon hat auch sehr, sehr viele. Aber Rival Love Me hatte ja auch schon mal welche. Und die sehen so aus. Die sehen sehr warm aus, auch ein bisschen schimmernd. Und wir probieren den jetzt aufzutragen. Einen kleinen Tipp, den ich habe. Ich habe jetzt mein Make-up noch nicht fixiert. Das machen wir jetzt gleich zusammen einmal. Denn wenn ihr jetzt mit so einem großen Puderpinsel da reingeht und dann in euer Gesicht geht, was vielleicht noch nicht gesettet ist, habt ihr wahrscheinlich einen sehr, sehr dicken, glitzernden Balken. Farblich sieht das aber sehr nach dieser ägyptischen Erde aus, die euch so gut gefallen hat. Und mir ja auch. Ist ja ein Produkt, was meine Mama schon gefühlt seit immer benutzt. Deswegen fixiere ich einfach einmal mein Gesicht mit meinem Zauberpuder. Gerade in den Bereichen, wo ich das Produkt auch auftragen möchte. Und jetzt nehmen wir einen Bronzer Brush. Ich bin erstmal vorsichtig. Oh ja, da ist sehr viel Produkt dran. Deswegen erst in die Hand. Ich kann auch Schimmerpartikel wahrnehmen. Riecht jetzt aber nach nichts. Und dann tupfe ich mir jetzt wirklich nur ganz, ganz langsam erstmal auf. Die sind, ja, das ist, also ihr dürft nicht vergessen, das ist ja konzentriertes Pigment. Das sind ja nur diese Pigmentpartikel und da seht ihr es auch schon. Sehr konzentriert, immer in die Hand einarbeiten. Und dann, den würde ich nicht punktuell auftragen, den würde ich eher, glaube ich,
grobflächig auftragen. Schaut mal, erstmal hier punktuell an den Wangen ein bisschen mehr und dann grobflächig, um das Gesicht einfach so ein bisschen zu bräunen. Ich finde, und das habe ich mit dieser ägyptischen Erde ganz eigentlich am besten gelernt, ist, wenn ich solche Produkte benutze, die sehr warm und sehr schimmernd sind, dann ist es am besten, wenn man die großflächig aufträgt. Oder, und das ist sehr spannend, ihr macht eure Skincare, Lichtschutzfaktor, keine Foundation, wenn ihr das, ne, wenn ihr wollt, keine Foundation, die Bronzing Pearls übers gesamte Gesicht geben und dann punktuell mit Concealer so ein paar Pickelchen abdecken und dann nochmal mit dem Puder einfach rübergehen, dass diese Bräune so durchkommt. Ich glaube, ich habe das früher auch immer so ein bisschen falsch verstanden, ne, so diese Bronzing Pearls als Bronzer zu benutzen, weil da Bronzing draufsteht. Aber das ist ja eigentlich eher dafür gemacht, um einen gleichmäßigen Bräunungseffekt, wie so ein Selbstbräuner im Gesicht zu kriegen. Und das hat er sehr gut geschafft. Es ist eine warme Farbe, klar, aber ich glaube, wenn der jetzt kühl gewesen wäre, wäre es, glaube ich, fleckig geworden. Also lieber grobflächig auftragen, schön verblenden. Man kann ja auch immer mit dem Gesichtspuder nochmal rübergehen. Und ihr habt so eine gesunde Farbe im Gesicht. Seht ihr das? Puder nochmal rübergehen. Und ihr habt so eine gesunde Farbe im Gesicht. Seht ihr das? Ein ganz leichter Schimmer. Der ist aber, ja, also ich sehe da jetzt nicht große Schimmerpartikel, weil ich ihn ja auch sehr großflächig aufgetragen habe. Auf der Hand natürlich, ne, konzentriert immer mehr. Aber so hat das sehr gut gefallen. Was ich auch schön finde, ist, wenn man den einfach auf die Augen macht. Einfach nur das, vielleicht ein Eyeliner, eine schöne braune Mascara, zack, fertig. Hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin ja im Moment so eine Maus. Ich habe eine neue Foundation für mich entdeckt. Die ist nicht neu, ich zeige sie euch trotzdem. Ich mag ja dieses keine Foundation-Foundation-Feeling. Aber es muss gar nicht unbedingt so schimmernd sein. Ich hatte ja eine Zeit lang den Flawless Filter von Charlotte Tilbury benutzt. Ist jetzt nicht, gerade im Moment nicht so meins, um ihn nur als Foundation zu benutzen. Diese hier, CC Glow von IT Cosmetics. SPF 40 Brightening Glow Serum. Sehr, sehr leichte Deckkraft. Aber genug, um den Gesamteindruck so ein bisschen zu kaschieren. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht machen wir dazu nochmal einen extra Beitrag. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber wir haben noch was anderes. Das wäre natürlich, guck mal, warte mal. Komm. Jetzt sind wir da. Bronzing Pearls. Vergesst euren Nacken nicht. Ja gut, mein Ausschnitt ist ja heute auch, wer geht ja bis nach Buxtehude hier. Ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit demonstrieren wollte. Wir kommen zu den Augen. Es gibt nämlich eine Lidschattenpalette. Das ist die 5 Lidschattenfarben für atemberaubende Make-up-Looks-Palette. Hat jetzt keinen besonderen Namen. Hit the Beach natürlich. Wir haben 5 Farben mit drin. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Format von Rival Lasmi. Es gab ja vorher meistens immer diese 9er-Paletten, ne, mit aus dieser Pappe. Mittlerweile gibt es die aus hartem Kunststoff mit meistens 5 Farben. Und mir persönlich reicht das. Ich mag es gerne, wenn die Paletten am besten reduziert sind. Ich mag mittlerweile gar nicht mehr diese übertrieben pigmentierten Paletten, weil es einfach nicht mehr in meinen Alltag passt. Also wenn ich Lidschatten trage oder wenn ich ein Video drehe oder so und dabei einen Lidschatten trage, dann will ich nicht, dass der soll nicht so krass sein, sondern so ein Hauch. Mir fehlt so ein bisschen so eine Palette, die sehr erwachsen ist. Ich wollte als erstes natürlich einmal ausprobieren, diese Bronzing Pearls als Lidschatten zu benutzen. Auf der einen Seite für so ein bisschen Wärme. Oh ja, oh, schaut mal. Sehr warme Farbe. Mir fällt auf, ich habe meine Augenbrauen noch gar nicht gemacht. Sehr schön schimmernd. Und dann gehe ich in diesen Braunton hier rein. Oh, der sieht pigmentiert aus. Und platziere mir den einfach komplett auf meinem Augenlid. Meine Base war noch nicht so richtig gesettet. Nur so ein bisschen mit dem Zauberpuder. 2 Farben kombinieren und dann vielleicht noch einen Schimmerton. Ja, die Bronzing Pearls hätte ich vielleicht sogar aufs bewegliche Lid geben können. Aber ist schon, ne? Ich nehme euch nochmal kurz ein Stückchen raus, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Dreht das Licht einmal kurz weg. Einfach nur 2 Farben rauf. Ihr habt was auf dem Auge und dann könnte man, das wäre natürlich, diesen Türkiston hier unten an die Wasserlinie geben. Oh, das probieren wir mal aus. Da habe ich jetzt Lust drauf gerade. Geh erst hier in diesen Türkiston. Der sieht aber pigmentiert aus so. Hulala. Ich finde, Orange, beziehungsweise, ne, der Lidschatten ist ja jetzt sehr orangestichig und Türkis sind 2 Farben, die so schön miteinander harmonieren. Okay, das ist schön. Ah, wir sollten vielleicht doch mal wieder. Also anders. Ich glaube heutzutage, wo das Thema dekorative Kosmetik ja nicht mehr so
präsent ist in unseren Köpfen, sondern eher Skincare, aber trotzdem wir Make-up tragen, ist dieses einfach eine bunte Wasserlinie, ist schon ein Statement, oder? Das macht das ganze Auge ja nochmal so ein bisschen besonders. Auf der anderen Seite will ich es aber umgekehrt machen. Da gehe ich hier auf nur in das Türkis, presse mir das hier erstmal rein. Wenn ihr eine weiße Lidschattenbase nehmt, dann kommt der Ton natürlich noch ein bisschen heller raus. Einfach auftupfen. Schon eine schöne Farbe, ne? Den blende ich jetzt erstmal hier aus. Das ist ein sehr, sehr schöner Türkiston. Finde ich sogar fast noch schöner als diesen Look. Na gut, das ist jetzt verrückt, die Kombination hier. Mit ein bisschen von dem türkisen Schimmer gehe ich hier rauf, um einfach noch so ein bisschen Bewegung raufzukriegen. Aber auch wirklich eigentlich nur hier punktuell hier auf dem Zentrum, ne? Dass das Auge ist, macht das so ein bisschen dreidimensionaler, ein bisschen runder. Den Augapfel. Augapfel ist auch ein ganz schreckliches Wort. Ihr seht schon, wir können zwei komplett unterschiedliche Looks daraus machen. Einen sehr reduzierten, ne? Ein Pop of Color und hier ist natürlich ein Hingucker. Ich swatch euch aber nochmal kurz hier. Der ist schön. Warte mal, den geben wir uns mal hier ins Inner Corner. So ein bisschen gröber. Hier noch ein bisschen aufs Zentrum. Hier ins Inner Corner. Wir haben auch noch einen anderen Schimmerton, der ist ein bisschen subtiler. Den kann man auch so ein bisschen unter die Augenbraue setzen oder so. Das mag ich ja so gerne, ne? Das Lippenherz betonen. Und jetzt seht ihr auf die Entfernung auch, glaube ich, nochmal diesen Unterschied, ne? Hier einfach, das sieht ja nicht... Ich mag das nicht so oft. Ich sag das nicht so gerne, aber ihr wisst ja was. Ihr kennt meine Gedankengänge. Ich finde, dass so bunte Looks manchmal oder schneller ein bisschen unseriös aussehen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Es gibt nämlich noch einen Eyeliner. Und das ist der Hit the Beach Eyeliner. Wasserresistenter Metallic Eyeliner. Auch den habe ich schon mal geswatcht. Ihr könnt den hier hinten einmal rausdrehen. Ihr habt hier hinten sogar einen Anspitzer mit drin. Der ist ebenfalls, so wie die Palette, so ein bisschen schimmernd und bronzy, aber sehr, sehr reflektierend. Also ein Metallic-Ton halt, ne? Und den wollte ich mir jetzt einmal hier unter die Wasserlinie... Ach, hier ist der Spiegel noch zugeklebt. Hier an die Wasserlinie geben. Sehr cremig. Ist halt schimmernd, ne? Ja, okay, den sieht man da jetzt gar nicht so gut. Unten ist er, glaube ich, ein bisschen zu hell dafür. Oder halt punktuell hier, ne? So aufs Lid ein bisschen raufgeben, ein bisschen verblenden. Cute Maus. Ich vergesse es in letzter Zeit so oft, eine Mascara zu benutzen. Bleibt mal noch kurz da. Wir machen mal noch schnell eine Lippenkombination, die mir sehr, sehr gut gefällt im Moment. Von Narm aus dem Rossmann Online Shop, Rose Nude. Und ins Zentrum von Manhattan. Die Verpackung sieht halt super langweilig aus, ne? Lasting Perfection Satin Lipstick 230 Hip Hazelnut. Love it. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Seite euch besser gefällt. Mir fällt es gerade, glaube ich, ein bisschen schwer, das selbst zu entscheiden. Auf die Entfernung vor allen Dingen. Ich würde jetzt fast schon hierhin tendieren, obwohl ich ja eher so, ne, die reduzierte Maus bin. Aber das ist ein richtig, richtig schöner Look und hat mir Freude gemacht. Mit dem Puder hier, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es glitzert natürlich alles. Aber ihr habt sehr sommerliche, sehr erwachsene Produkte. Ich glaube, dass ich wiederhole das halt immer, weil mir das persönlich halt so wichtig ist, dass die Produkte einfach auch so ein bisschen ein selbst widerspiegeln und ich nicht Produkte haben möchte, die... Na, also mein einprägsamstes Erlebnis war die My Little Pony LE von, ich glaube, Catrice war es, ne? Ich habe die gesehen und dachte mir, ist süß, ist aber nicht meins. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr sie ja schon entdeckt. Schreibt mir gerne mal eure Favoriten auf und vor allen Dingen, welche Seite euch hiermit besser gefällt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.